Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind immer noch auf Route 24, ist das, glaube ich. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich meine schon, ich weiß nicht, ob sich da an der Zahl was geändert hat. Aber ich glaube, wir gehen langsam Richtung Ende der Route entgegen. Und ja, das sieht sehr danach aus. Aber da ist noch ein Angler. Also wir haben ein leichtes Spiel. Meine Freundin hat jede Menge süße Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch auf sie. Ja, dann musst du dir die fangen. Das schaffst du. Ich glaube an dich, Theresa. Das wird. Aber Mirabla ist doch auch voll süß. So ein bisschen. Also ich sehe nichts Verkehrtes an Mirabla. Boah, wir müssen langsam echt mal gucken. Wobei, wir haben ja Tränke, ne? Ich könnte, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Weil ich glaube, da vorne müsste ja dann eventuell die nächste Ortschaft sein. Das wird da. Kacke. Dass wir da uns heilen können. So, komm schon. Mach's platt. Dankeschön. Ja, ist jetzt stärker geworden, ne? Seit's Tauboga ist. Das ist schon alles gar nicht so verkehrt. So, hast du noch was? Taubsi. Ja, wir wechseln. Pikachu regelt. Ja. So. Das arme Ding. Das wird jetzt einfach weggebritzelt. Das tut einem schon ein bisschen leid. Ah. Ah. Hier nur noch Volltreffer am Landen. Ich mache das schon echt gut, ne? So, die Beziehung zu meinem Pikachu ist nicht verkehrt. Auf deinen Sieg bin ich aber kein Stück neidisch. Okay, ich glaube dir. Ich glaube dir. So sahst du auch gar nicht aus. Okay, wir haben einen Angler. Pikachu regelt auch hier. Was soll der dabei haben? Carpador. Du bist auf dem Weg zu Bills Haus, oder? Ab jetzt liefern wir uns erstmal im Kampf. Warte mal, ist hier überhaupt dann irgendwo ein Center? Muss ich zurück? Oh. Alvaro. Interessanter Name auch hier wieder. Natürlich hat der Carpador dabei. Was auch sonst? Tja, das wird jetzt unschön. Ich habe langsam keine Britzeltobus mehr. Oh, ich mag Carpador aber trotzdem sehr gerne. Weil kennt ihr das Handyspiel Carpador Jump? Das hat mir so viel Freude bereitet. Ich habe das hart durchgespielt und war richtig glücklich damit. Krabi, cool. Also Carpador Jump ist eine Empfehlung. Ich mag das Spiel. So. Jetzt habe ich nur noch 3 Britzelturbos. Gut, dass das genauso effektiv ist. Level 18 für Bisa Knosp. Sehr schön. Ich gebe auf. Okay, mach das. Wieso habt ihr alle keine Superbälle für mich? Was ist da los? Gebt mir doch die Superbälle. So, wo sind wir hier? Aha. Ja, davor würde ich mich halt echt gerne... Oh, jetzt können wir hier lang. Oh, jetzt können wir hier lang. Warte mal. Da war was, ne? Komm, wir heilen uns einfach zwischendurch mal so. Das ist jetzt nicht so schlimm. Was haben wir da? Oh. Was hast du da? Ein Bärchen? Was ist da? Eine goldene Himbeere. Das ist krass. Das... ist krass. Wo geht's denn jetzt für uns hin? Oh. Oh. Ach so. Na gut, dann können wir auch gerade noch ins Pokémon Center gehen. Dann brauche ich da keinen Trank verbrauchen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ja, das habe ich irgendwie... Weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich wieder gar nichts. So, erstmal heilen. Sehr gut. Kommt wieder zurück. Wunderbar. Ach, die Musik, ne? So schön. So. Ich mag das, mit meinem Radfratz unterwegs zu sein. Das ist halt einfach so niedlich.
Das läuft so schön vor mir her. Warte mal, war die Polizistin noch da? Müssen wir jetzt mal abchecken? Ja, okay. Dann haben wir da auch wieder nichts gewollt. Wir hätten mal in den Pokémon-Store gehen können, aber ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so wild. Wir kommen hier ja... Warte mal. Stimmt. Ach, ich mache wieder nur Quatsch. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Wenn wir jetzt gerade noch hier in der Nähe sind, fangen wir uns noch mal 2 Pokémon, weil ich war bei 28 gefangenen Pokémon. Ach, du bist doch ein Doofi. Was tue ich da? Gut, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ich mache das hier nämlich voll akkurat, okay? Gar kein Zweifel, dass ich eigentlich voll krass treffen müsste. Ja. Ich sitze hier gar nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Nein. Ich sitze hier anständig. So, das war Pokémon Nummer 29. Und jetzt holen wir uns Nummer 30. Nämlich dich. Wobei der springt, ne? Ah ja, gucken wir mal. Hörst du auf? Das war fast gut. Ja, gut. Und jetzt gucken wir, ob wir uns das Bisasamen holen können. Ich meine, bis wir das Glumanda haben können, dauert es noch ein bisschen. Ich habe wahrscheinlich, wie gesagt, nicht vor, das Glumanda ins Team zu nehmen. Weil im letzten Let's Play hatten wir jetzt schon Glumanda im Team. Und ich glaube, ich würde in dem Fall bei Arcani bleiben. Aber wir schauen mal, wie die sich unterscheiden. Glumanda wird so oder so besser sein, nehme ich an. So von den Werten her und allem drum dran. Ach, es ist Glumanda. So, ich weiß, viele Leute mögen Glumanda sehr gerne. Glumanda war schon immer mein least favorite Starter-Pokémon. Weiß ich nicht. Ich finde an Glumanda nichts Besonderes, okay? Shigi und Bisasam sind einfach cooler. Was war das hier? Ja. Hi. Zählt das jetzt mit den 30? Habe ich die jetzt voll? Ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Ah! Du hast bisher 30 Pokémon gefangen? Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dir kann ich vertrauen. Wärst du so lieb und würdest dieses Bisasam an dich nehmen? Natürlich. Vielen Dank, kümmere dich gut um Bisasam. Jetzt würde ich mir halt gerne die Werte angucken. Es ist halt noch ein Bisasam. Es ist kein Bisaknosp. Ne? Das ist halt wieder so. Das ist jetzt in der Box drin. Wir haben echt viel Geld. Jetzt sehe ich das halt nicht mehr so gut, ne? Also unser Bisasam. Das hat halt nirgendwo was Special gehabt. Das hat mehr Spezialangriff und mehr Spezialverteidigung. Ich weiß auch nicht, wie viel WP es hatte, als wir es gefangen haben. Müsste ich mal in die Folge nochmal reingucken und dann irgendwie vergleichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das besser... Wobei, Spezialangriff und Verteidigung da auch höher. Hatte es auch WP 100? Ich glaube, das ist gar nicht so anders. Wir bleiben bei unserem dann. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so anders. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Okay, aber wir haben es uns geholt. Niemand kann uns sagen, wir hätten es nicht getan. Wir waren im Pokémon Center, richtig? Da waren wir. Gut, wo war der Store? Der war hier unten irgendwo, ne? War der hier? Ja. Gehen wir gerade da nochmal kurz reinlupschen. Was wir jetzt hier Neues holen können? Wahrscheinlich... Oh, wir können erstmal verkaufen, denn wir haben ein Nugget. Ja, bitte. Nochmal 5000 obendrauf. Sehr gut. Beleber haben wir 4. Das war das. Das war das. Okay. Mehr haben wir nicht. Was verkaufst du denn? Supertränke. Genau das nämlich. Wir holen uns 9. Ja. Bitte. So. Superbälle haben wir gerade 45. Wir können uns nochmal 10 holen. Ja, bitte. Haben wir 55. Das sieht doch ganz gut aus. War's das? Wollen wir noch mehr? Ich glaube, das war's. Sehr gut, danke schön. Bin glücklich.
Ich freue mich, wenn wir neue Outfits bekommen. Das dauert viel zu lang. Wo ist mein nächstes Outfit? Dafür spiele ich doch diese Spiele. Nein, natürlich nicht. Aber Outfits sind schon wichtig. Ich glaube, wir können auch richtig so ein schönes Pikachu-Outfit haben. Wobei ich lieber so ein Onesie hätte. So ein Pikachu-Einteiler. Wie so ein... Ihr wisst, was ich meine. Mit so einer Kapuze mit Öhrchen dran. Das wäre schön. So, in 20 Pokémon müssen wir hier wieder zurück. Hoffentlich merke ich mir das. Ich meine, das Glumanda ist mir jetzt nicht super wichtig. Wenn wir vorher kein Arcani finden, kein Fukano meine ich, dann können wir Glumanda erstmal reinnehmen als Feuer-Pokémon, weil das schon echt praktisch ist. Aber ja, ansonsten hoffe ich, dass wir einfach ein besseres Fukano finden. Oder ein halbwegs besseres. Wobei, eigentlich ist es wurscht, ne? Ich spiele das ja jetzt hier nicht hier voll auf Min-Max oder was auch immer. Daher ist es eigentlich egal. So. Hi, was hast du? Diese Gegend hier würde gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du, dass ich gegen dich antrete? Ja. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Was hat sie dabei? 1-1. Das schaffe ich doch, Nicola. Das kriege ich hin. Macholo. Ja, easy. Was mache ich mir eigentlich Gedanken? Wir können Britzelturbo draufschmeißen und dann Patauboga rausholen. Oder? Der hat schon fast gereicht. Dann bleiben wir dabei. Weißt du was? Oh, oh. Okay, es ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Sehr schön. Wunderbar. Ich überlege mir auch mal. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen möchte. Ich hatte jetzt schon in den Kommentaren einen Namenswunsch für ein Pokémon. Meiner Wahl. Das kann also noch ein bisschen dauern, bis ich da ein Pokémon finde, wo ich den Wunsch einlösen möchte. Aber ich habe überlegt, ob ich zwischenzeitlich vielleicht meinen Pokémon, die, wo ich weiß, dass die erstmal längere Zeit im Team bleiben, vielleicht Spitznamen geben möchte. So meinem Tauboga einen Spitznamen geben und meinem Bisaknosp auch. Ich weiß nur noch nicht welche. Also wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, gerne raushauen in den Kommentaren. Ich suche mich dann da durch und gucke, ob mir da was gefällt. Also keine Garantie, dass ich eure Vorschläge nehme, aber wenn was dabei ist, wo ich sage, boah! Oder wenn ihr nach einem Pokémon benannt werden möchtet. Nee, andersrum. Wenn ich ein Pokémon nach euch benennen soll, könnt ihr mir aber auch genau sagen, dann wie, was, wo. Ihr wisst schon, was ich meine. Gerne raus damit. Ja. So. Das schützt aber das Pokémon nicht davor, dass ich es nicht irgendwann austausche. Nur damit ihr es wisst. So. Haben wir das. Was passiert da? Wo bin ich? Es ist der Pokémaniac. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja. Okay, ich steige in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau der da. Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Er vertraut einer 12-Jährigen. Bei so einer Sache jetzt, warte. Pikachu, was willst du? Ja, was ist denn? Pikachu sieht verwundert das sprechende Pokémon an. Ja, du kriegst erstmal, guck mal. Da, ja. Erstmal. Ja, das ist schön, gell? Okay, reicht? Pikachu ist glücklich? Okay, Zellteilungsprogramm. Ey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Ja, ich mach doch. Oh, oh. Das ist so cool. Ich möchte ein neues Let's Go haben. Können wir eine Petition starten? Dass wir ein neues Let's Go bekommen? Ich wäre voll dafür. Da läuft's davon. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Oh, puh, tausend Dank.
Du hast echt was gut bei mir. Hey, was ist denn in meinen Augen da? Du trägst in deinem Beutel deine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast oder deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie am Professor einschicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich, als Dankeschön für die Rettung eben. Bootstickets! Ja! In Orania ist ja die liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker, die MS an. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Ich zu schniege für meinen Geschmack. Da sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß! Oh, nehmen wir Freddy mit? Bitte nicht. Ja, da hast du was gesehen, oder? Krass. Pikachu starrt völlig fassungslos in Bills Richtung. Verstehe ich. Ich bin auch fassungslos. Willst du was essen? Auf den Schreck? Ja? Was essen? Da. Eine Beere. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Sehr gut. Du bist fein, Pikachu. Ich hab dich gern. Nochmal. Nein, oh. Schwänzchen? Na, oh, I'm so sorry. Jetzt hasst es mich. Bauchi? Bauchi ist okay. Gut, das reicht. Ich hab's verärgert. Ich fühle mich schlecht. Haben wir es wieder geschafft. Orania City, wo ist denn das? Ah, jetzt ist bestimmt die Polizistin weg. Daher kommen wir jetzt langsam dahin. Warte mal. Wir können hier den einfachen Weg nehmen. So. Mal gucken, vielleicht habe ich die Muße demnächst, wenn wir das jetzt in den nächsten 1-2 Folgen nicht schaffen mit den 50 Pokémon. Vielleicht gehe ich die mal einfach so gediegen fangen und hole mir das Glumanda hier ab. Das sage ich euch dann aber, wenn das passiert. So. Weil irgendwie müssen wir jetzt nach Orania City kommen. Aha. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Das Shiggy! Ich brauche dieses Shiggy! Das muss in mein Team, das ist wichtig. Oh, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! Tja. Da muss ich, glaube ich, noch mehr Pokémon für fangen. Glaube ich. Ich glaube, das läuft bei allen drei so. Oh nein! Was ist denn hier los? Ja, was ist hier passiert, gell? Team Rocket ist einfach echt kacke. Aber das war ein Pokémon. Siehst du die Spuren? Ja. Was war das für ein Pokémon? Oh, das ist eine Beere. Aha. Hier, Detektiv Pikachu ist am Start. Da ist es durch die Wand gerannt. Ja, super. Oh, sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Oh. Diese Halunken von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allem Anschein nach eine, für die sie Pokémon braucht, die Löcher graben können. Kann ich die Beere mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Gut, dann gehen wir raus. Da ist jetzt noch einer im Gebüsch. Steht der da immer noch? Ja. Hi, Überraschung. Ey, du da. Du kannst doch nicht einfach so in anderer Leute Garten rumlatschen. Hä? Was ich hier immer mache? Ja, ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Wieso sollte ich? Hä? Ich verstehe die Leute nicht. Versteh die nicht. Saurüpel. Ein Radikal. Ja, ich mag einfach diese, also Radfratz, Radikal, ich mag die. Die sind toll. Ich kick euch jetzt trotzdem nicht. Oder zumindest dich. Das reicht sogar, ne? No. Das arme Ding. Zweimal getroffen, Radikal besiegt. Allein der Name auch, Radikal, hallo? Viel zu schön. Viel zu schön. So, bist du jetzt auf dem Weg weg, ja? Ist ja schon gut, ich gebe die gestohlene TM zurück. Sehr schön. Also, ich gehe da mal besser. Tschö, bitte. Hast du auch recht. So, jetzt kommen wir hier überall lang. Ach, oh, was ist denn da? Was heißt du da? Huch, Radfratz scheint unter der Bank etwas gefunden zu haben. Eine Sananabeere. Das ist sehr schön. Ich bin so stolz auf meinen Radfratz. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt hier runter. Da kommen wir jetzt nämlich endlich dran vorbei. Wo geht's hier eigentlich hin? Hä? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen gleich mal gucken. Also erstmal den Ball holen. Einen Feuerheiler. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen haben. Aber spätestens jetzt haben wir einen. Was ist das hier? Wo? Route 5.
Hier gibt's Fukano. Ich weiß das. Ich erinnere mich. Hier auf den Treppchen. Okay, warte mal. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich latsche jetzt hier einfach nur rum. Ich habe eine Karte, ne, auf die ich gucken kann im schlimmsten Fall. Das machen wir jetzt mal. Wir sind hier. Safronia, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen Felstunnel, Lavandia, Prismania, Urania. Da wollen wir hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich langen müssen. Hä? Egal, wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um, weil hier sind coole Pokémon. Den Ball nehmen wir auch noch. Aha! Okay, wir sind richtig. Warte mal, was ist denn dann aber... Okay, da müssen wir die Treppchen nehmen. So, wartet. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich bin total überfordert schon wieder. Oh, da können wir Pokémon lassen. Das ist schön. Hallo, junge Dame. Ich bin überall als der Super-Spezial-Opa bekannt. Du fragst dich sicher, warum das so ist, oder? Dieses Geheimnis kann ich nur außergewöhnlich guten Pokémon-Trainern verraten. Wie man zu einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer wird? Na, indem man sich den Titel des Champs verdient. Okay. Ah, willkommen in meiner Pokémon-Pension. Hier können Trainer ihre Pokémon in meine Obhut geben. Ich kümmere mich um sie und halte sie fit. Also, wie kann ich dir helfen? Weiß ich nicht. Will ich eins abgeben? Will ich eins? Nö, will ich nicht. Danke. Verstehe, vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das ist voll schön hier. Das ist voll schön hier. So, das heißt, wir gehen erstmal nochmal oben rum. Und dann wollen wir ja, wie gesagt, die Treppchen runtergehen. Warte. Stopp, halt. Das ist wichtig. Ich möchte das jetzt haben. Du gehörst zu meinem Team. Wir werden natürlich ein bisschen WP vergleichen. Ich werde vielleicht ein paar fangen. Und so zu gucken, dass ich mir das Beste raussuche. Superbälle, bitte. Vielleicht schaffen wir es mit einem Superball. Das wäre toll. Wenn nicht, nehmen wir eine Beere dazu. Na los, gib mir das. Los! Ja, wir haben eins. Oh, schön. Jetzt kommt leider... Weiß ich nicht. Wen nehmen wir jetzt raus? Der läuft uns auf jeden Fall jetzt hinterher. Oh, Level 21. Ich denk mal, Sandan geht. Und dann Onyx. Sandan, Onyx und dann Radfratz. Radfratz geht zuletzt. Oh Gott, ich habe mein Controller fallen lassen. Ich bin total durch den Wind jetzt. Donnerblitz. 90. Das ist krass. Das ist richtig gut. Die müssen wir dann wieder sortieren nach oben. Definitiv. Das ist sogar besser als der Britzelturbo. Voll toll. Ich freue mich voll. Das ist alles super. Alles super. Kreideschrei. Ja, du. Na, okay. Nein. Ich wollte Nein sagen. Nein. Onyx geht eh bald. Ja. Es ist von Natur aus sehr zutraulich. Doch wenn jemand in sein Revier eindringt, wird dieser wild angebellt. Wir gucken uns das mal an jetzt. In die Box. Da ist es, Level 12. Bericht. 103. Ja, weiß ich nicht, wie gut das ist auf Level 12. Spezialangriff. Ist okay, aber ich glaube, das wird bestimmt ausgewechselt. Aber wir nehmen es jetzt erstmal mit rein. Dem Team hinzufügen. Gegen Sandan. So. Genau. Machen wir so. Dann gehen wir aufs Team. Und holen es raus. Damit wir auch total verwirrt sind, wenn uns das jetzt hinterherläuft. Weil wir ja eher auf der Suche nach anderen sind. Da unten ist noch eins. Her damit. So. Und dann gucke ich da mal zwischen den Folgen, dass ich das ein bisschen vergleiche und schaue und tue. Was für auch Level. WP 96. Das ist schon mal schlechter. Seht ihr? Aber das nehmen wir jetzt trotzdem mit. Wow. Ach Leute, was mache ich denn da immer? Sehr gut. Es wollte schon was machen. Lass ich nicht zu.
Oh, wunderbar. Okay. Für die Erfahrungspunkte nehmen wir jetzt noch ein paar mit. Aber da kann ich ein bisschen auf die WP jetzt achten, weil unseres hatte über 100, das hat jetzt nur 96. Boah, so eine Fangserie, jetzt so ein Shiny Fukano einfach. Boah, wäre das krass, Mann. Ich habe so Bock, Shinies zu suchen. Da muss ich aber auch echt mit die Zeit nehmen. Oh, 3 Superbälle, sehr schön. So, dich nehme ich noch mit. Und ich glaube, dann haben wir es für heute. Dann gucken wir nochmal in die andere Richtung, wo wir hingehen können. Schauen uns einfach nochmal ein bisschen um. Hörst du auf, mir ins Gesicht zu hauen, du? Wie werfe ich eigentlich mittlerweile? Gut, meine Switch steht nicht vor mir. Ich habe keine Ahnung, wie das berechnet wird. Die steht quasi rechts von mir. Weiß nicht, ob das Einfluss hat. Eigentlich nicht, ne? Ach komm, bleib drin. Weißt du was? Nö. Egal, wir holen uns das noch. Es war mir so klar, dass das abhaut. Frech! Wenn wir hier das nächste Mal vorbeikommen, ist bestimmt wieder da. So, aber wir würden jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann! Tschüssi!